Hallo liebe Football-Freunde, hallo liebe Fans der Weinheim Longhorns. Willkommen zurück zu einer neuen Folge für Kaffee mit dem Coach, diesmal to go. Und bei mir ist diesmal der Head Coach von der Jugendmannschaft der Weinheim Longhorns, Oliver Bock. Oliver, möchtest du mir sagen, wie die aktuelle Saison so läuft, wie die letzte Saison war und was du dir für die Zukunft, für die Jugendmannschaft, die hinter uns trainiert, vorgenommen hast? Ja, also bisher, letzte Saison, werden einige wissen, war für uns eine schwierige Saison in der Jugend. Wir hatten einen sehr kleinen Kader von 22 Mann, also die spielfähig waren. Das ist für eine Footballmannschaft sehr, sehr wenig. Man braucht auch 18, um spielfähig zu sein bei einem Spieltag in unserer Liga. Von daher wird es oft schwierig. Man hat auch an den Ergebnissen und an den Spielverläufen oft gesehen, wir waren in den ersten zwei Vierteln sehr gut vorne, konnten gut Punkte machen, weil wir einen starken Passangriff hatten. Und dann drittes, viertes Quarter, vor allem gegen Ende des Spiels, wurde es wirklich sehr schwierig, weil die Jungs einfach aus der Puste waren. Wir hatten einen sehr harten Kern, wirklich 8, 9 Jugendspieler, die 19 Jahre alt waren, also die an der Altersgrenze waren und dann auch zu den Herren gewechselt sind. Deswegen konnten wir von viel Erfahrung profitieren. Dieses Jahr hat sich dahingehend viel geändert. Wir sind sehr viel jünger geworden im Team. Die 8, 9 Spieler sind jetzt alle bei den Herren oder als Coaches bei uns eingestiegen. Wir haben aber einen guten Zulauf bekommen. Unser Kader im Moment ist jetzt bei ungefähr 30 Mann. Alle sehr, sehr jung oder die meisten. Das bedeutet, von letztem Jahr mit wenig Erfahrenen sind wir jetzt zu etwas mehr, die sehr unerfahren sind. Und das lässt natürlich auf die Zukunft hoffen, dass wir da gut drauf aufbauen können. Das heißt, für dich ist jetzt erstmal Disziplin bei den Jungs angesagt? Oder merkst du auch, da sind Talente drin, die du eigentlich nur kitzeln musst und die dann sofort laufen auf dem Feld sind und ran? Absolut. Also Disziplin ist immer ganz wichtig. Vor allem im Football, wenn man weiß, ich muss meine Aufgabe machen und nicht versuchen, irgendwie Freestyle zu spielen, rumzurennen. Meinen Job machen, wenn das alle 11 Mann auf dem Feld richtig gut hinkriegen, dann gewinnt man eigentlich jedes Spiel. Und deswegen ist Disziplin ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben viele Talente dabei, also auch sowohl körperlich als auch mental. Wir haben ein paar Jungs, die sind, das sieht man jetzt schon, die sind mit 15, 16 Jahren schon so weit, dass man ihnen große Aufgaben übergeben kann, dass sie das Team führen kann. Und wir haben Jungs, die sind mit 15 schon größer als ich. Lässt natürlich hoffen. Ja, auf bestimmten Positionen ist Größe ganz wichtig. Und zwar würde ich gerne noch mal eine Frage stellen zu den Spielern, die dich, die wegen Altersgrenze dann das Team verlassen haben, aber gerne dann hier weiter trainieren. Bist du mit deinen Trainern, deinen Co-Trainern so zufrieden? Machen die einen guten Job? Absolut. Also wir haben die von den 8, 9 Spielern, die letztes Jahr hochgekommen sind, haben wir es geschafft, alle zu halten, außer den Spielern, die aufgrund von Studium oder Jobsituationen umziehen mussten. Das haben wir bisher in den letzten Jahren nicht so gut geschafft. Das heißt, das ist schon mal ein großer Sprung. Und wir haben es geschafft, den Coaching-Staff von letztem Jahr 4 Coaches auf aktuell 11 zu erweitern. Teilweise mit 2 Spielern, die jetzt von außerhalb gekommen sind und bei den Herren spielen. Und der ganze Rest, das sind 6 Jungs, die sind wirklich von der Jugend hochgekommen letztes Jahr, haben da schon das Jugendteam getragen und helfen jetzt als Coaches aus. Also das ist sehr gut. Dann stelle ich meine nächste Frage einfach für die aktuelle Zeit, wie du jetzt die Jungs trainiert. Du hast ja einen großen Stab von 11 Jungs um dich, ihr seid also 12 Trainer. Viel Disziplin ist angesagt. Wir sehen die Jungs hier hinten auch schon laufen und rennen. Wie sieht so ein Training auch täglich, also wöchentlich dann aus? Also vom Ablauf her ist es so, wir haben immer ungefähr ein Trainingsplan, der uns so einen gewissen Rhythmus vorgibt. Der ist natürlich langfristig geplant auf die Saison. Jetzt in der Vorbereitung war es wie bei jedem anderen Team auch so, dass wir anfangen, erstmal an der Kondition zu arbeiten, also Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und so weiter, vor allem im Hallentraining. Wenn es dann rausgeht, wird es immer mehr Technik und dann, je näher die Saison kommt, ziehen wir immer mehr von der Taktik rein, immer mehr Spielzüge, die gelaufen werden müssen und so weiter. Während der Saison, wir haben einen sehr engen Spielplan, wir haben sehr, sehr viele Spiele hintereinander. Das bedeutet, wir werden in den Trainings, wo wir oft nur 2 Trainingseinheiten haben, um uns vorzubereiten, sehr viel taktisch arbeiten und einfach durch die körperliche Beanspruchung, die die Jungs mitbekommen, natürlich in der Saison nicht so viel, ich sag mal, harte oder körperlich harte Trainingseinheiten machen. Dann sagtest du ja auch, du warst mit der letzten Saison nicht so zufrieden aufgrund der kleinen Anzahl oder wenigen Spielern, die du hattest und wahrscheinlich auch Ausfall und dann leider vielleicht auch mal ein Spiel nicht spielen können. Bist du zuversichtlich für die jetzige Saison, dass du mit der großen Mannschaft, die du jetzt hast, ein starkes Spiel abliefern kannst?
Auf jeden Fall. Also es ist für mich noch ein bisschen Sprung ins kalte Wasser mit dem Kader, weil es schwierig ist einzuschätzen. Wir hatten jetzt 2 Scrimmages zur Vorbereitung und ein 7-on-7 in Hall. Von sowas auf ein richtiges Spiel zu schließen, ist immer sehr schwierig. Wenn die Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, und es ist bei uns mehr als 2/3 der Jungs sind wirklich neu ins Football gekommen oder aus den Flaggies hochgekommen, da ist es immer schwierig, das einzuschätzen. Wir haben jetzt kommenden Samstag ein Spiel in Saarbrücken gegen die Saarland Hurricanes. Da wird sich dann viel zeigen. Die sind eine gute, starke Mannschaft. Wenn wir uns da ungefähr angemessen für uns verkaufen können, dann bin ich zuversichtlich. Kannst du schon ahnen, wie die anderen Teams, gegen die ihr starten werdet, sind, wie stark die sind, was die Stärken haben, Schwächen haben, worauf du deine Jungs aufbauen musst? Also in die Gruppe, in die wir gelost wurden, in der sind Backnang, Albershausen, Ludwigsburg und Pforzheim. Gespielt haben wir in den letzten Jahren nur gegen Backnang. Das waren letzte Saison 2 sehr, sehr enge Spiele, die wir ganz knapp für uns entscheiden konnten. Die restlichen Teams sind oft schwierig einzuschätzen, allein weil sich in der Jugend, so wie bei uns, sehr viel ändert. Das heißt, man hat in einem Jahr einen Kader mit sehr, sehr vielen erfahrenen Spielern und der bricht dann einfach im nächsten Jahr weg und dann hat man sehr viele junge Spieler. Habe mich mit ein paar anderen Trainern natürlich auch unterhalten. Da sieht es ähnlich aus wie bei uns. Viele Vereine bekommen neue Spieler, alte Spieler brechen weg und dann kommt es einfach darauf an, wie gut die Jungs trainiert sind, wie fleißig sie selbst trainieren und natürlich, wie man das Ganze dann taktisch und konditionell ausreizen kann. Vielen Dank, Oliver. Ich lasse dich jetzt zurück zu deinen Jungs, die trainieren, sie führen. Und ich bedanke mich nochmal, wie gesagt, für das schöne Interview und ich würde abgeben. Dankeschön.